Na moin! Und hier sind wir wieder. Mein Name ist Larotte und wir bauen weiter bei Automation Empire hier in unserer kleinen Wüste, die langsam Gestalt annimmt. Das sieht große Klasse aus. Okay, wir haben uns vorgenommen, wir wollen den Zug freischalten und wir haben es fast geschafft. Wir sind bei 7800 Kilogramm pro Quartal und wir brauchen 8000 Kilogramm. Und die holen wir uns jetzt einfach von hier, denn hier haben wir zwei volle Behälter und ganz viele LKWs, die noch nichts zu tun haben. Das kann so nicht sein. Also, hier brauchen wir eine schnelle Lösung. Irgendwie hier ein LKW-Plättchen. Hier passt eins her. Warum passt hier keins her? Durch den Strommast. Ich sehe es. Okay, Strom weg. Kann hier nicht bauen. Warum nicht? Ach, mein LKW fährt. Naja. Okay, und den Strom wieder hin, bevor wir hier Probleme kriegen. Wir dürfen die Produktion jetzt nicht mehr unterbrechen. Okay, Strom hier hin. Hier passt garantiert auch noch so ein LKW-Platz hin. Den Strom noch weg. So, und hier unten gleich noch das Gleiche. Gleich noch das Gleiche. Ja, so spricht man. Ach Mensch, fahr weg. Wir haben noch keine Zeit. So. Doch, wir haben Zeit. Es ist eigentlich ein sehr entspanntes Spiel. Guti, dann ziehen wir den Strom jetzt hier oben lang. Und das machen wir gleich weg. Sieht nämlich hässlich aus. So. Sieht auch hässlich aus. So. Bumsfahrer. Okay. Die Straße hier rein und bitte weiter transportieren. Gut, jetzt eine Klauenbahn. Die setzen wir uns so rum hier hin. So rum und so rum. Verbinden die auch gleich. Nee, Entschuldigung. Was habe ich jetzt falsch gemacht? So, und hier hinten lang. Und jetzt müssen wir mal schauen, wo wir hier rein und raus müssen. Ich würde ja einfach Kohle und Eisen mitnehmen. Und da müssten wir eigentlich hier hinten irgendwo rein und rausfahren. Ne, wir fahren hier rein, holen uns Kohle und Eisen und wenden und fahren wieder raus. Das reißen wir dann später eh wieder ab. Aber jetzt dürfte es gehen. Oder aber, ja doch, das machen wir so. So, hier fährt schon eine Klauenbahn, dann fahren wir mit der einfach einmal hier hinter. Hier herum. Das kommt weg. Das ist nicht hübsch. Bauen wir alles wieder weg. Hier lang. Und wieder zurück. So, und dann fahren wir hier hinten einfach wieder raus. Und jetzt bauen wir hier Ladestationen hin. Da müssen wir noch eins weiterbauen, die Klauenbahn. So, und wir bauen auch gleich noch die Fenster hin, dann wissen wir, wo es hinkommt. Die passt nicht. So. Und jetzt passt es auch. Gut. Und hier werden wir jetzt. Dann müssen wir uns mal überlegen, wie wir das jetzt machen. Ich würde ja einfach 1, 2 auf Türen den Langbändern das mitnehmen. 3 und 4. Und genauso würde ich das jetzt auch machen. Je nachdem, in welche Richtung die jetzt fährt. Genau. Dann nehmen wir das jetzt hier wieder raus, die Beschränkung. So, falls das eine Band leer ist,
So, ich hoffe, die Entscheidung war richtig. Und hier nehmen wir die Beschränkung nur hier raus. Reicht mir. Gut. Hier wird es jetzt aufgenommen. Dann einmal hier rum. Hier hoch. Zack. Hier runter. Hier rüber und zack. Wie gesagt, nur so lange, bis wir die 9000 haben und dann werden wir die Clownbahn und diese wieder wegreißen. Und dann wird auch das hier wieder verschwinden, weil ich will den Stahl gerne per Zug transportieren und exportieren. Okay, hier ist mir egal, wie rum die fahren. Hauptsache, es fahren viele. Okay. So, schauen wir es uns an. Das ist natürlich eine ganz schöne Strecke, die die Clownbahn zurücklegen muss. Lässt sich nicht ändern. Hier würde ich gerne gucken. Das wird immer wieder leer. Das wird leer. Da schauen wir dann mal, ob wir hier irgendwas optimieren können. Weil, wenn das leer ist, dann ist schlecht. Ach ja, ich erinnere mich, wir wollten das hier einfach nochmal bauen. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich baue es fix. Und ihr beobachtet das Ganze und weist mich dann auf alle Fehler hin. Ja. Okay, bis gleich. So, meine Lieben, soweit so gut. Ich werde jetzt hier noch die Kisten aufs Band bringen. So hier. Lass mal schön im Kreis fahren, bis es voll ist. Und hier werde ich mit einer Clownbahn die Kisten hier runterbringen, denn ich habe den Eindruck, dass hier einfach genug Kisten vorhanden sind. Gut, die bauen wir uns mal fix. So allmählich bekommen wir ja Übung. Okay, und hier möchte ich eine Clownbahn mit vielleicht 4 Clown, denke ich, heißt das, fahren lassen. So. Die nimmt das hier auf und setzt das hier ab. Ach, und deswegen geht es ja nicht weiter. Okay, hier müssen alle Kisten zerstört werden. Ist schade, ist aber so. Wir hatten hier alle Kisten zerstört. Macht das Sinn? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wir machen das anders. Das möchte ich nicht, dass hier alle Kisten zerstört werden. Ich denke, wir bauen hier gleich mal ein bisschen um. Ja, wir bauen hier um. Okay. So hier. Das und das kommt weg. Hier werden wir hier rüber fahren. Genau, einmal hier rum. Hier. Abladen. So, und Gießen hier draufstellen. Und hier nehmen wir uns nur leere Kisten. Hier drauf und werden die hier zerstören. Gut, und jetzt können wir uns eigentlich die Clownbahn wieder hier anschaffen. Mal sehen, ob das reicht vom Platz her.
Oder kann die Klammerbahn oben drüber fahren? Die kann oben drüber fahren. Perfekt. Gut. Dann einmal abladen, bitte. Der nimmt jetzt alle Kisten auf und wenn die voll sind, fahren sie halt im Kreis. Spektakulär, so muss das sein. Und dasselbe bauen wir gleich hier drüben. So, einmal so, einmal so. Machen wir hier unseren Kreislauf. Hier runter, das kommt noch weg. Und so. Hier laden wir ab. Das heißt, einmal hier runter. So ein Förderband, so ein Umsetzer und hier auch ein Umsetzer und der nimmt nur leere Kisten mit. Dann hier wieder so ein Förderband und so eins, was am Ende alles zerstört. Okay. Lass mal hier mal welche fahren. 1, 2, 3. Was habe ich gesagt? 3 oder 4? Ich habe es schon wieder vergessen. Mach mal 4. 4 passen hin. Passen die hier oben auch hin? 1, 2, 3, 4. Ja, perfekt. So, lass mal so fahren. Und jetzt kann hier noch der Befüllpinöbel. Das kann weg. Das kann weg. Das Band ist voll. So muss das sein. Das Problem jetzt hier, ihr seht, uns gehen die Kisten aus. Okay. Kein Problem für uns. Wir stellen uns hier. Wir stellen mal zwei hin, einfach damit das ein bisschen technischer aussieht. Natürlich bringt das so nichts. Einmal so und einmal so. Und jetzt sind ja immer 4, das heißt, wir könnten eigentlich 2 aufbauen. Machen wir auch. So, das Band hier hin und den Übersetzer. Und immer wenn eine Lücke ist, wird es jetzt reingesetzt. Ideal. Ach, und guck an, und der hier darf natürlich auch nur Kohleerz mitnehmen. Oder ist doch Kohle? Täusche ich mich? Ja, Kohle, ja. Ah nein, nicht Kohleerz, Kohle. Eisenerz, Kohle. Die Lärm werden ja dann hier zerstört. Ach, der ist schon voll. Oder? Was passiert hier? Warum wird es nicht abgeladen? Ach, deswegen. Ja, weil ich. Ja. Weil ich blöd bin, deswegen wird sie nicht abgeladen. Okay. So. Bauen wir es halt nochmal. Im Nochmal bauen sind wir ja gut. So, ein bisschen länger wieder. Und jetzt. So, und dann brauchen wir hier hinten noch einen Ausguss für die Minecarts. Und dann müssen wir mal schauen, ob das sich jetzt besser ausgeht. Hier sind 30 drin. Mal sehen, ob es jetzt besser funktioniert. Die hier sind immer noch voll. Großartig aus. Jawohl, mir gefällt's. Hier werden die leeren abgeladen. Perfekt. Hier ist auch leere. Das ist voll. Wird das, bleibt das voll? Nein. Hier können wir noch probieren, ob wir hier das ein bisschen beschleunigen, indem wir das so machen. Und hier könnten wir ja auch immer zwei Kisten aufstellen. Ja, machen wir auch. Da lassen wir uns nicht lumpen. Machen wir einfach so hier. Halt.
Jetzt sehen wir nichts. So und so. Band ran, Band ran. Und jetzt die Kistenhersteller. Genau. Das gefällt mir viel besser. Perfekt. Dann dürfte hoffentlich schon bald viel rauskommen. Okay. So, hätten wir das. Und jetzt gehen wir uns das mal nochmal hier vorne anschauen. Wie sieht es jetzt hier aus? Wir hatten hier LKWs beladen. Das hier ist voll. Hier werden die Bänder leer. Trotzdem waren alle Klauenbahnen voll. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Okay, schauen wir es uns mal an. Wir sind bei 8500. Uhu. Sehr schön. Okay. Forschung haben wir keine. Warum haben wir keine? Ja, natürlich, weil wir nicht mehr. Ja, wir haben nichts mehr, was wir einladen könnten. Darum kümmern wir uns bald. Als erstes möchte ich jetzt noch kurz abwarten, ob wir die 9000 erreichen. Ja, aber so lange können wir natürlich. Ach, wir schalten einfach unseren Zug frei. 800.000 Vorsprungspunkte, 1,3 Millionen haben wir. Wir haben einen Zug. Okay. Und das kostet 500.000 Vorsprungspunkte. Die hätten wir dann auch noch, wenn wir jetzt schon 9000 erreichen. Das wäre super. Okay, Leute. Wir haben das Ziel erreicht. Wir haben das Ziel erreicht. Wir produzieren viel Stahl. Und wir haben den Zug. Das bedeutet, diese Minecart-Strecke wird in der nächsten Folge wieder verschwinden. Das alles wird verschwinden. Diese hässliche Clownbahn hier hinten wird vielleicht verschwinden, wenn ich mir das so anschaue. Ja doch, die wird auch verschwinden, basta. Und wir holen uns unseren Zug. Ich freue mich drauf. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr den Zug sehen wollt, schaltet wieder ein. Hier bei mir. Wenn ihr möchtet, lasst mir mal ein Däumchen da, wie immer. Ein Abo wäre schön und ein Kommentar wäre ganz große Klasse. Dadurch sehe ich nämlich, dass es euch gefällt oder dass ihr Anregungen für mich habt. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und sage euch ciao ciao.